Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Zuschauer. Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Silber. Ich denke, ihr habt die letzte Folge gesehen. Ich hoffe, ich habe einen würdigen Ersatz für Fliegi für dieses Projekt gefunden. Ich muss dazu sagen, dass ich mich mit dem guten Don schon ein bisschen unterhalten habe über das, was er letztens aufgenommen hat. Daher weiß ich jetzt auch schon, dass er Sandra besiegt hat und wir den Drachenorden jetzt noch aus der Höhle holen müssen. So, aber ich denke mal, ich schaue mich hier noch ein kleines bisschen um. Oder gab es hier gar keine Trainer? Können wir hier aufs Fahrrad? Moment. Ja, können wir. Gab es hier nicht irgendwo versteckte Items? Ah, wusste ich's doch. So. In Hard Gold und so Silber waren hier ein paar Trainer, aber ich glaube, die gibt's hier nicht. Und gab's hier nicht auch noch irgendwo ein Item? Hm, hier anscheinend nicht. Einmal mal absuchen. Schadet ja nicht. Gut, lassen wir das. Holen wir uns einfach den Orden. Ein Strudel ist im Weg. Möchtest du Whirlpool einsetzen? Ja. Los, Garadon. Ein wildes Pokémon. Carpador oder Dratini? Was ist das? Ein Carpador. Ach ja, unser Team ist ja halb kaputt. Sollte ich... Oh. Ja, und weil wir paralysiert sind, können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mal fliehen. Komm. Dann machen wir es halt so. Donnerschock sollte reichen. Wow, ganze 45 Erfahrungspunkte. Ich bin beeindruckt. Schick nur mal ganz kurz Scarabu nach vorne. Der ist nicht paralysiert. Mit dem können wir noch einiges machen. Vor allem können wir hier noch wegrennen mit dem. Und da kommt noch ein wildes Carpador, Level 11. So. Und hier ist der Drachenzahn. Okay, ich würdige deine Stärke. Nimm diesen Orden. Und damit gehört der Drachenorden mehr oder weniger doch noch mir. Wir einigen uns mal zwischen einem Unentschieden zwischen mir und Fliegi. Weil dann hat jetzt jeder von uns vier. Von nun an können deine Pokémon die Fähigkeit Kaskade einsetzen. Ferner werden dich alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedienungslos gehorchen. Ich möchte dir noch diese TM geben. TM24. In allen anderen Spielen wäre das Donnerblitz, hier ist das allerdings Feuerodem. Nein, das hat nichts mit meinem Atem zu tun. Wenn du sie nicht möchtest, musst du sie nicht nehmen. Du hast also alle Orden gesammelt. Dein Ziel ist die Pokémon-Liga auf dem Indigo-Plateau. Weißt du, wie du dorthin gelangst? Geh von hier nach Neuborgia, setze Surfer ein und begib dich nach Osten. Diese Route ist sehr hart. Wage es nicht, in der Pokémon-Liga zu verlieren. Wenn du verlierst, macht das meine Niederlage gegen dich noch härter. Ja, schön für dich. Okay. Erstmal raus hier. Professor Lind ruft an. Hallo, Gold? Ich habe hier etwas für dich. Könntest du kurz im Labor vorbeikommen? Bis später. Ja, was wird er da wohl für uns haben? Ich weiß es schon. Aber erstmal ab ins Pokémon Center. Ups. Da habe ich versehentlich auf den Desktop geklickt. Das wollte ich nicht. So.
Ab aufs Fahrrad. Und, ach ja, eine Sache kann man jetzt auch noch machen. Wir essen gerade von allen am niedrigsten vom Level. Das sind Spike und Rückia. Dann stellen wir die beiden mal nach vorne. Garadon ist vom Level am höchsten. Den stellen wir mal ganz nach hinten. So. Welchen Weg nach unten gehen wir denn? Nehmen wir den hier erstmal. Oh. Ach, unser Beutel ist voll. Moment. Dann muss ich sowieso mal ganz, ganz kurz an den PC ran. Oh, ein Funpi. Auch ein richtig cooles Pokémon. Vor allem das, wozu es wird. Aber... jetzt, das will ich jetzt erstmal nicht im Team haben. So. Was brauchen wir denn eigentlich nicht? Wir haben keine Eisattacken im Team, also brauchen wir das nicht. Plus können wir später mal brauchen. Drachenzahn. Wir haben auch keine Drachenattacken im Team, wenn ich mich nicht täusche. Das Carbon und das Eisen, die werde ich auch gleich mal verwenden. Wir brauchen ein bisschen Init. Geben wir das mal Spike. Es ist sowieso ziemlich egal, wem ich was gebe. Es kriegt sowieso jeder alle EV voll. Das ist ja gerade das Schöne an Gen 2. Beim EV-Verteilen kann man sich nicht wirklich vertun. Man wirft einfach alles auf 252 so rum. Oder 255. Die letzten drei sind immer ein bisschen sinnlos. So, den Trainer da hinten möchte ich jetzt aber mitnehmen. Aber erstmal laufen wir wieder von einem wilden Funpi weg. Und kriegen noch ein wildes Pokémon hier. Ein Georock. Will ich aber auch nicht bekämpfen. Hau ab. So. Gegen den will ich kämpfen. Sei auf alles vorbereitet. Lass mich mal sehen, wie gut deine Pokémon trainiert sind. Ja, das kannst du ruhig sehen. Wanderer Wieland. Mit einem Macholo. Auch mal wieder eine schöne Abwechslung zur Abwechslung mal wieder so überlevelt zu sein. Geowurf. Ja, dann zieht mir halt 24 KP ab. Hier. Stirb. Noch ein Macholo. Das ist Level 27. Ich mache jetzt mal einen Schaufler. Das sollte hoffentlich reichen. Nein, er reicht natürlich genau nicht. Und jetzt kommt er wieder mit dem Geowurf daher. Na gut, ein Schlitzer hinterher, dann ist er auch wieder erledigt. Und was kommt jetzt noch? Ein Georock. Ja, ich möchte mal wechseln. Das macht Rückia. Einem Rasierblatt. Und das ist Level 33 für Rückia. Sehr schön. Dann
Schaden haben wir den Wieland besiegt. So, wir haben noch hier auch noch ein paar Supertränke, oder? Ich denke mal, dass wir da nicht alle Trainer besiegen werden. Wäre mir jetzt ein bisschen zu aufwendig, da ständig wieder hochzufliegen und dann den Weg dreimal darunter abzugrasen. Und da haben wir noch einen Top-Trank. Und eine Trainerin. Welche Kampftechnik verwendest du? Setze starke Attacken nicht völlig willkürlich ein. Eine Ass-Trainerin, Mira. Mit einem Meryl. Ja gut, ein Meryl kann nicht allzu viel. Hält nur relativ viel aus. Und, das reicht immer noch nicht. Ein Shylock. Okay, vor dem habe ich schon ein bisschen mehr Angst. Schauen wir mal, vielleicht schlägt er ja zurück. Panzerschutz macht er. Na gut. Geh mir im Schlitzer, wenn es ein Volltreffer ist, dann reicht's. Okay, es reicht anscheinend auch so. Level 33 für Spike. Und er versucht Sternschauer zu lernen. Nachdem er sowohl Kopfnuss als auch Schlitzer als bessere Normalattacken kann, brauchen wir den Sternschauer jetzt nicht wirklich. Ist zwar bestenfalls gut, wenn der Gegner mal so einen Scheiß wie Komprimator einsetzt, aber brauchen wir das auch nicht so unbedingt. So, das lassen wir jetzt wieder Rückkehr machen. Die hat wenigstens einen Typvorteil gegen einen Shylock. Bin zwar auch nicht sicher, ob ein Rasierblatt reicht, um einen Shylock zu killen, aber oh, ja doch. Reicht. Da haben wir die Mira auch besiegt. So. Ich weiß jetzt nicht, wo gehen wir denn hin. Gehen wir mal hier runter und schauen. Ja, hier haben wir zumindest noch ein Item. X-Spezial. Wow, das hat sich jetzt so orientiert. Dafür eine Träne auszulassen. Aber hier haben wir noch ein wildes Georock. Und einen Beleber. Und hier haben wir noch einen Wanderer. Warum ich auf Berge klettere? Weil es sie gibt. Warum ich Pokémon trainiere? Weil es sie gibt. Das sind sehr gute Argumente, muss ich mal sagen. Wanderer Roman. Mit einem Dicta. Na gut, ein Schlitzer und der sollte hin sein. Bei Dictas relativ lächerlicher Verteidigung und noch lächerlichen KP-Wert. Ist das auch kein großes Wunder. Bei Dictry sollte das eigentlich aber auch reichen. Intensität 8 gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Aber zum Glück ist es keine 9 oder 10 gewesen. Wenigstens gibt's gute EP. Niederlagen, die gibt es auch. Was du nicht sagst. Hier haben wir noch zwei Bäume. Noch eine Beere. Was haben wir hier noch? Eine Antipalbeere.
Hier sind, glaube ich, noch Trainer. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich trainiere auch Pokémon. Möchtest du gegen mich kämpfen? Camper Patrick möchte kämpfen. Und er schickt einen Mankey in den Kampf. Level 17. Ach ja, ich glaube, die sind hier so schwach, weil man hier ganz theoretisch schon ein gutes Stück früher sein könnte, wenn man durch die Dunkelhöhle durchgeht. Hier haben wir noch einen Angriffsplus. Können wir auch verkaufen, braucht man nicht. Ich trainiere auch Pokémon. Kämpfen wir! Die haben ja alle sehr kreativ, die waren ja sehr kreativ, als sie sich die Sprüche für die Trainer hier ausgedacht haben. Muss ich mal so sagen. Ich bin quasi überwältigt von der Vielfalt der Sätze. Was hast du noch? Noch ein paar Nita. Gut, das kriegen wir auch noch kaputt. Einfach eine Kopfnuss. Und natürlich reicht es genau nicht mehr für den Level-Up. So, und ab hier sollten wir wilde Pokémon auf Level 2 oder 3 haben wieder, weil wir jetzt wieder ganz am Anfang sind. Ach ja. Dieses Routentheme weckt alte Erinnerungen. So. Professor Lind hatte ja was für uns. Hi Gold, danke dir. Dank dir komme ich mit meinen Forschungen hervorragend voran. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Meisterball. Weiß ich auch schon sofort, was ich damit machen werde. Der Meisterball ist der beste von allen. Er ist der ultimative Ball. Ihm kann kein Pokémon entwischen. Er wird nur anerkannten Pokémon-Forschern überreicht. Aber ich glaube, du hast bessere Verwendung dafür als ich, Gold. Okay, danke, tschüss. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Meisterball. Jetzt muss ich mal ganz kurz rüber ins nächste Kaff. Denn wir machen jetzt noch einen kleinen Ausflug. Soweit ich weiß, haben wir auch nichts mit dabei, was der Schneider kann. Die Beere hier nehme ich auch nochmal mit. So. Dann wollen wir doch mal. Ich lasse Garabu mal ganz kurz in der Box 1. Und dann hole ich mir Flieger erstmal ganz kurz ins Team. Und der fliegt mich jetzt erstmal nach Anemonia City. Ach, wobei, ich kann ihn eigentlich im Team lassen, solange. Steck mal Rückkehr nach vorne.
So. Ein kleiner Ausflug zu den Strudelinseln. Und ich glaube nicht, dass wir Schutz dabei haben, oder? Ja. Nachdem dann Marcy seinen Part ja überzogen hat, werde ich das mit meinem genauso machen. Und werde mir jetzt noch eine Kleinigkeit besorgen. Ab dem nächsten Mal gibt es dann wieder 20 Minuten Parts. Ach Gott, die lässt mich jetzt nicht ohne Kampf vorbei und darauf habe ich jetzt gerade keinen Bock. Ein Tentoxa. Cooles Pokémon. Aber leider gerade keine Zeit dafür. Soweit ich mich erinnere, war es diese Insel, auf die ich muss. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich richtig in Erinnerung habe. Und da fällt mir gerade ein, wir bräuchten noch fast einen Blitz da drin, oder? Ja, das dachte ich mir. Haben wir irgendjemand, der Blitz lernen kann bei uns? Ja, aber nur Pokémon, denen ich es nicht beibringen will. Ich könnte es versuchen, hier blind durchzufinden. Es ist zwar gerade in Gen 2 richtig schwer, aber falls wir uns verlaufen, wir haben Spike dabei, der uns rausschaufeln kann. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ein Europ. Zumindest ist die Höhle, die ich gedanklich im Kopf habe, hat genau die Form, die ich will. Moment. Hier geht's nicht hin. Okay. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Hilfe! Hier müsste nämlich eigentlich irgendwo eine Treppe sein. Wieso muss hier alle zwei Schritte ein wildes Pokémon kommen? Es hilft mir nicht gerade weiter. Hier geht's nicht nach unten. Okay. Ich hasse diese wilden Pokémon. Einen Moment, ich pausiere mal ganz kurz die Aufnahme. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe kurz mal nachgeschaut. Ja, haben wir es doch. Nur mal ganz kurz einen Lageplan von dem ganzen... von der ganzen Höhle noch mal ganz kurz angesehen. Ich weiß jetzt, wo ich lang muss. Und ich habe auch gesehen, dass ich richtig bin. Immerhin. Hier ohne Blitz durchzufinden, das ist so eine Herausforderung. So. Ich glaube, jetzt muss ich noch mal ganz kurz auf den Lageplan schauen. Oder komme ich auch so hier durch? Nee, ich glaube, ich muss da noch mal ganz kurz schauen. Bin gleich wieder. So, da bin ich wieder. So, ich hab's nämlich jetzt. Hier gibt's was zum Surfen.
Und hier gibt es noch ein wildes Sepa. Ist zwar süß, aber will ich jetzt gerade nicht. Und noch ein Sepa. Wäre, glaube ich, echt schneller gegangen, wenn ich Schutz gekauft hätte. So, jetzt sind wir hier unten. Jetzt muss ich nur noch in diese komische Höhle da rein und dann sollte ich eigentlich bei Lugia sein. Ja, komplett im Dunkeln, aber wir sind hier bei Lugia. So. Und weil wir ja dieses wunderbare Stück hier haben, können wir das jetzt ganz leicht fangen. Ich habe nämlich bei Lugia echt keinen Bock, das Viech so zu schwächen und zu fangen, weil, ganz ehrlich, das Viech hat Genesung. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Also Lugia, schön mit dir Bekanntschaft zu machen. Du darfst auch Bekanntschaft mit diesem Ball hier machen, denn der ist dein neues Zuhause. Wow, voll die Überanimation. Yay, wir haben ein Lugia. Lugia, Taucher. 5,2 Meter groß, 216 Kilogramm schwer. Man berichtet, es sei der Wächter der Meere und man habe es im Herzen eines tosenden Sturmes gesehen. Wollen wir Lugia einen Spitznamen geben? Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, weil ich hab drüber nachgedacht, ob wir ihn ins Team aufnehmen. Aber dann bräuchte er ja noch einen Spitznamen. Ich glaube, da habe ich schon was, nachdem er ja jetzt nicht mehr wirklich im LP teilnimmt, nenne ich ihn einfach Fliegi. Also, Fliegi, ich widme dir hier mal eine Legende. So, jetzt will ich raus hier. Spike, mach deinen Job. So, eine Sache, glaube ich, kann ich noch tun. Muss mal schauen, ob wir inzwischen genug Bären haben, um das blöde Milchtank da oben zu heilen, weil ein paar Kumu-Milch wären hier echt praktisch. Weil wir momentan genau in dem KP-Bereich sind, dass die Kumu-Milch die volle Wirkung zeigt. Und was haben wir hier nochmal für einen? Das ist eine Minzbeere, okay. Schauen wir mal, wie viel Beeren das noch braucht. Ist schon viel gesünder geworden. Haben wir noch eine? Ich habe keine Bären mehr, verdammt. Naja. Immerhin ein bisschen weitergekommen hier. Ich fliege jetzt erstmal nach Rosalia City. Hole mir mal schnell noch Scarabu wieder ab. So. Na Moment, das geht ja so noch gar nicht. Ich muss ja erstmal Fliegerass hier reinschmeißen. Dann können wir Scarabu erst wieder mitnehmen. So.
Mit der Rest meiner Zeit, die ich jetzt sowieso noch überziehen werde, gehe ich jetzt noch zurück nach Nilboyokia. Wäre ich nicht darunter gesprungen, hätte ich auch keine wilden Pokémon mehr gehabt unterwegs. So, hau ab, Taubsi. Keiner mag dich. Und genau hier werde ich dann den guten Don das nächste Mal rauslassen. Also, wir sehen uns dann beim übernächsten Mal. Macht's gut, haut rein, habt viel Spaß, schaut nicht so viel Blödsinn an. Wir sehen uns beim übernächsten Mal. Bye, bye.